schon den ganzen Tag. Die Arbeiter konnten nicht genug Bambus für den Kreisel ernten, der dich zum Abendsee bringen soll. Wir haben sie gebeten zu gehen, aber reden hilft bei denen nicht. Wenn du den Weg für Chi-Chi und Lee freimachen könntest, könnten sie höchstwahrscheinlich diesen Felsbrocken aus deinem Weg räumen. Na hör mal, ich versuche gerade zu verhindern, von einem Tiger gefressen zu werden. Würdest du bitte aus dem Weg gehen? Wenn du Chi-Chi retten könntest, könnten wir diesen Felsbrocken aus dem Weg räumen. Hilfe! Hilfe! Wenn du Lee retten könntest, könnten wir diesen Felsbrocken aus dem Weg räumen. Würdest du bitte aus dem Weg gehen? Oh, das war harte Arbeit, den Felsbrocken zu verschieben. Aber sobald ich wieder bei Atem bin, ernte ich weiter Bambus. Juhu! Ah, die Aufregung ist mir etwas zu Kopfe gestiegen. Wir würden gern den Schalter umlegen, der die Zugbrücke öffnet, wenn da nur nicht diese ganzen fiesen Kreaturen wären, die uns verfolgen. Sei bitte vorsichtig, diese Raketen sind gefährlich. Oh nein, ich glaube, dieser Tiger will mich fressen. Wenn wir nur zu dritt wären, könnten wir sicher den Schalter erreichen, um die Zugbrücke zu öffnen. Wenn wir nur zu dritt wären, könnten wir sicher den Schalter erreichen, um die Zugbrücke zu öffnen. Wenn wir nur zu dritt wären, könnten wir sicher den Schalter erreichen, um die Zugbrücke zu öffnen. Würdest du bitte aus dem Weg gehen? Hilfe! Würdest du bitte aus dem Weg gehen? Würdest du bitte aus dem Weg gehen? Es wäre uns eine Ehre, wenn du dies hier als Zeichen unserer Anerkennung annehmen würdest. Bitte hilf uns, Spyro. Meine Freunde wollen nach einer langen Schicht auf den Feldern nach Hause, aber diese elenden Rhinoxe stoßen sie immer um. Kannst du die Panda-Arbeiter retten? Ich bin sicher, dass du viele wichtige Dinge zu tun hast, aber wenn du irgendwann Zeit hast, komm bitte wieder. Spring bitte auf. Pass auf, dass du die Rhinoxe röstest und nicht meine Freunde. Beim nächsten Mal wirst du es sicher schaffen. Bitte nimm dieses glänzende Ei, es wird dir Glück bringen. Möchtest du mal diesen Bambus probieren? Der schmeckt ganz toll. Ah, ein schöner Tag für einen kleinen Spaziergang. Ich wollte gerade auf meinen Lieblingshügel steigen.
Ich glaube, ich habe einige Rhinoxe mit einem Ei den Hügel hinauflaufen sehen. Diesen Rhinoxen haben wir es wirklich gezeigt. Bist du nicht froh, dass ich hier war, um dir bei der Rettung des Drachenbabys zu helfen? Vielen Dank, dass du die Fluchtbrücke geöffnet hast, Spyro.